In dieser Debatte Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Debatte, die wir nicht nur heute hier beim gesetzlichen Mindestlohn führen, die wir auch immer wieder mal auch bei der gesetzlichen Rente führen, sie krankt daran, dass den Menschen immer Versprechungen gemacht werden und Erwartungen geweckt werden, die nicht gehalten werden können und was auch nicht Aufgabe unserer gesetzlichen Regelungen war, diese Erwartungen zu wecken. Es geht beim Mindestlohn nicht darum, Altersarmut zu verhindern, dem vorzubeugen oder gar Wohlstand zu schaffen. Das ist gar nicht Sinn und Zweck eines Mindestlohns oder einen Urlaub zu finanzieren. Darum geht es gar nicht. Nein, es geht um einen gesetzlichen Mindeststandard, um eine Untergrenze, auf der man sozusagen aufbauen kann, aber nicht das, was Sie den Menschen immer wieder versprechen. Und ich sage noch eines, Ihre Versprechen führen auch dazu, dass der gesellschaftliche Unfriede wächst, weil die Erwartungen eben nicht erhöht werden können. Die Darstellung der Arbeitsmarktlage, die Sie uns regelmäßig präsentieren, die ist falsch. Wir haben heute im Bereich der Tariflandschaft bei der Pflege, Herr Rixinger, Sie haben es erst erwähnt, oder auch im Bereich des Reinigungsgewerbes schon längst einen tariflichen Mindestlohn, der über dem gesetzlichen Niveau liegt. Das heißt, bei den Tarifverträgen, die wir haben, liegen wir heute schon mitunter weit darüber. Und auch der Angleichungsprozess zwischen alten und neuen Bundesländern schreitet immer mehr voran. Also meine Bitte, bleiben Sie bei den Fakten, seien Sie ehrlich und streuen Sie den Menschen nicht immer Sand in die Augen. Nein, ein Mindestlohn schützt eben nicht vor Altersarmut und wird auch nicht zu Wohlstand führen. Er ist ein Mindeststandard und das war ja damals auch der Gedanke, ein weiterer Schritt, um auch Arbeit besser zu machen, auch im Niedriglohnbereich. Er bietet sozusagen Menschen, die in diesem Segment beschäftigt sind, natürlich eine bessere Einkommensbasis. Aber das kann doch nicht das Ende der Geschichte sein. Es geht uns in unserer Arbeitsmarktpolitik doch darum, die Menschen auch aus diesem Niveau herauszubringen, sie weiter zu qualifizieren, sie zu fördern, sie in die Möglichkeit zu versetzen, auch in andere Lohnbereiche vorzudringen. Das ist doch Ausdruck einer gesunden, einer gelebten Arbeitsmarktpolitik. Meine Damen und Herren, und wenn Politik auf Wirklichkeit trifft, dann passiert das, was wir leider auch beim Mindestlohn erleben mussten. Natürlich gab es arbeitsmarktpolitische Effekte. Selbstverständlich gab es die. Und Deutschland und die deutsche Wirtschaft ist eben nicht nur München oder Stuttgart. Das sind auch die neuen Bundesländer. Ich selber komme aus der Region, wo die Spreewaldgurke herkommt. Wir haben einen recht massiven Einbruch auch der Anbauflächen im Bereich des Gemüseanbaus leider zu verzeichnen, eben auch durch den Mindestlohn. Das sind Branchen, Gemüseanbau, Landwirtschaft, die sind einfach mal sehr, sehr lohnintensiv. Und da führen solche gesetzlichen Maßnahmen dazu, dass mitunter auch Stellen abgebaut werden, dass Branchen in erhebliche Schwierigkeiten geraten. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Oder nein. Nein, ich möchte gern fortführen. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ein weiterer Punkt, jeder, der ein aufmerksamer Leser der Tagespresse ist, konnte gerade aus dem Friseurhandwerk in den letzten Tagen eine sehr interessante Darstellung zur Kenntnis nehmen. Dort sagt man, dass 12 Euro im Moment durch die Branche gar nicht darstellbar wären, weil eben die Lohnkosten bei 60% liegen, weil man die Lohnkosten nicht auf die Kunden übertragen kann. So einfach, wie Sie sich das manchmal hier in diesem Hause auch gerne machen wollen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und deswegen ist es natürlich auch unsere Aufgabe, eine Politik zu machen, die die Realitäten der deutschen Wirtschaft abbildet, die die Vielfältigkeit der deutschen Wirtschaft abbildet, die darauf Einfluss nimmt, dass eben nicht jede Branche, nicht jedes Unternehmen so gewinnträchtig arbeiten kann, wie es möglicherweise die Metall- und Elektroindustrie tut. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen müssen wir genau an dem Punkt ansetzen, wo der Mindestlohn im Moment noch krankt. Wir müssen die Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten reduzieren. Wir müssen auch im Bereich der Praktika noch mal ran. Dort gab es einen massiven Abbau von Praktikumsplätzen. Wir müssen die Aufzeichnungspflicht auch bei Minijobs noch mal überdenken und gegebenenfalls sogar abschaffen und viele andere Dinge auch ebenfalls in den Blick nehmen. Das ist Ausdruck einer gesunden, auch einer lernenden Politik, und dafür machen wir uns stark. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schimke. Damit schließe